willkommen alle Crazy Dudes hier zurück zu einem neuen Video hier auf der Crazy Dude und heute, wie man sieht, das erste Mal mit Facecam. Wir spielen das Spiel, wie man hier sehen kann, wie heißt es eigentlich? Irgendwas mit Tennis, Tennisköpfe heißt das genau. Ist das Gegenstück zu dem Spiel, was wir als Fußballspiel schon hatten, diese kickenden Fußballköpfe. Heute bin ich alleine, also ohne den werden Niklas. Mein Name ist Nick Fried und ich würde sagen, wir starten mal mit diesem vollpigmentierten Typi mit der KP, weil er sieht aus, als wäre er der perfekte Tennisspieler. Also, wir sind hier auf der rechten Seite und spielen gegen unseren Zwillingsbruder, wie es aussieht. Ja, der jetzt erstmal gefrozen ist und wir den ersten Punkt erzielt haben. Ja, das Spiel ist ganz simpel, man bewegt sich mit den Pfeiltasten, auch springen tut man mit den Pfeiltasten. Und schlagen dann später mit der Leertaste. So, jetzt bin ich hier gefroren, so ein Kack. Aber gut, 1-0. Genau. Also, der Boden vom Gegner kann einmal maximal berührt werden. Darf maximal einmal berührt werden. Und muss nicht berührt werden. Also, ich könnte jetzt auch gegen die Wand spielen, dass er wieder zurückkommt. Aber er darf halt nicht mehr als zweimal berührt werden. Ich kann auch mit dem Kopf spielen, das ist auch nicht so schlecht und nicht verboten. Und ja, es gibt hier immer diese Items, wie man hier sieht, rot gerade mit dem Eiswürfel. Und rot bedeutet, das ist glaube ich schlecht für mich, genau. Grün bedeutet, das ist irgendwas Gutes für mich. Und gelb bedeutet, das betrifft uns beide. So, und jetzt sieht man auch immer, wenn der Boden da anfängt so zu blinken, dass dann der Ball den Boden schon einmal berührt hat. Hier wird diese ganzen Dummies. So. Ja, so viel zum Spiel. Mir macht das ja mit diesen... da ist der Ball unter mich gerade. Mir macht das ja mit diesen kickenden Köpfen und dieses Spiel macht mir ja besonders viel Spaß. Ich mag die sehr gerne, finde diese Idee sehr lustig und auch wenn ich hier doch gerade verkacke, oben steht 2-3. Achso, hier steht auch 3-3. Wie gesagt, ich spiele das sehr gerne. Link packe ich euch unten in die Beschreibung. Oh Gott. Ich wollte aufhören, die Kamera zu... Oh Mann. Packe ich euch unten in die Beschreibung, damit ihr das auch spielen könnt. So, jetzt konzentrieren wir uns mehr auf das Spiel. Everything is awesome. Punkt für uns. Souverän, würde ich sagen. Weiter geht's hier. Und der Ball kommt wieder. Und ja, sehr schön mitgenommen. Also, rote Bombe dürfen wir nicht holen. Das würde bei uns selber Sternenhagel geben. Ja, so ist das hier. So, jetzt haben wir diesen smallen Ball. Und wir können besonders hoch hüpfen. Also, kleiner Ball, große Hüpfkraft. Und wir kriegen den Ball trotzdem. Ich sehe den gar nicht. Da ist er. So. Mann, ich Blindfisch. Ja. Nein. Ja, da ist er gefrozen. Hat er kurz in die Kamera geguckt und schon ist er wieder am Ende hier. 5-4 bis 7 geht's, meine ich. Und das Ganze ist dann quasi nach dem Turnierprinzip aufgebaut, dass man immer eine Runde weiterkommt und immer gegen andere Spieler spielt. Bei dem Fußballspiel hat man ja schon Unterschiede erkennen können, wie die hier aussehen. Und wie die spielen auch in dem Spielverhalten. Mal gucken, ob das sich hier auch äußert, denn aktiv, passiv und so. Da bin ich mal gespannt. Wie gesagt, die erste Runde habe ich schon mehrmals gespielt, aber weiter dann hier in dem Spiel noch nicht. So, jetzt ist er eingefroren da, aber ich bin auch noch so blöd im Spiel, genau auf ihn drauf. 1 und jetzt ist er wieder. Es ist zu Mäusemelken, liebe Freunde. Liebe Crazy Dudes, ne, würde ich sagen. So, jetzt nochmal grün eingefroren. Das müsste dann ja gut für mich sein. Und er kommt da nicht hinterher. Also Matchpoint jetzt für mich, wie man hier sieht, noch ein Punkt und ich hätte ja 7 und somit das Spiel gewonnen. Gewonnen. Also das Match, ne? Nicht das Turnier hier. Alles klar. Vertan. Er ist jetzt hier verkohlt, wurde von der Bombe getroffen und ich mache immer noch auf ihn drauf. Und da haben wir gewonnen. Erstes Spiel, hoppala. Also erstes Spiel gewonnen. Wer sagt's denn? Ich würde sagen, wir wechseln mal den Spieler. Der sieht doch gut aus. Grimmig, das passt jetzt genau gegen Andy Rodding. Also mal gucken. First to 7. Jetzt wieder erster von 7. Und wir haben jetzt hier diesen kleinen Störfaktor. Und spielen gegen diesen kleinen weißen Schneemann da. Ja.
Slow Speed, das gilt nicht für mich, das gilt für ihn. Und ihr kriegt da nicht, nee, der kommt zurück. Und da ist er zu langsam. Punkt für den Winner. Also weiter geht das hier im Showgeschäft. Haben wir. Oh nein. Ach du Scheiße. Oh Mann. Bitter hier. Wieso hab ich eigentlich immer den Ball? Das ist schon ein bisschen komisch hier. Ich mach jetzt einfach mal einen Kopfball. So. Und der ist zu tief. Nee, den kriegt er noch. Aber wir kontern gekonnt. Also weiter geht das. Oh, beide die super viel. Jetzt kriegt er Bomben, sehr schön. In der Runde 1 hat uns das ja schon mal geholfen. Und hier auch wieder sehr schön. Und der zweite Punkt, liebe Freunde. Also 1-3 für mich. Das ist erstaunlicherweise einfacher als beim ersten Mal. Ja, Leute, wie gesagt, Link packe ich euch in die Beschreibung. Schreibt mir doch mal rein, wie weit ihr so gekommen seid. Uppala, oh nein. Oder wie weit ihr kommt. Mal gucken. Ich spiele das so lange, bis ich verliere. Oder spiele ich dann noch weiter? Mal gucken. Es macht mir, wie gesagt, sehr viel Spaß. Ich mag das Spiel echt. Und könnte mir vorstellen, da was Längeres draus zu machen. In der Tat. Ja, was macht er denn da? Er macht, oh nein. Der ist aber auch ein bisschen schusselig. Fast so wie ich manchmal. So, 2-4. Reißt sie zusammen, Nickfried. Ich sag's noch und dann ist der Ball weg. Ich kann nicht reden und dabei spielen. Das ist ganz schlimm hier. Ich bin. So, haben wir ihn. So, aufhören, Grimassen. Ja, da komme ich auch nicht mehr ran. Schön gespielt. 4-4. Es ist auf jeden Fall spannend. Man kann nicht sagen, das ist. Hä? Ja, Pfeiltasten, Richtungspfeiltasten vertauscht, auch lustig. Also man kann nicht sagen, dass es hier ein sehr einseitiges Spiel ist. In keine Richtung. Es ist ausgeglichen. Jetzt liege ich sogar mal hinten. Und es ist 6-4, das heißt Matchpoint für den anderen. Ist es jetzt schon vorbei? Fragezeichen. Das kann doch nicht. Ja, nein. Ich bin gefroren. Nein. Bin ausgeschieden. In der zweiten Runde. Ja, liebe Freunde, würde ich sagen, ich spiele einfach nochmal eine Runde gegen Andy Rodding. Ja, vielleicht hätte ich auch den Spieler wechseln sollen. Das ist halt hier die Frage, ne? Wechselt man dann den Spieler? Oder nicht? Liegt jetzt am Spieler? Ich glaube nicht, obwohl. Ist er langsamer oder kommt mir das nur so vor? Ich weiß es nicht. So, was bringt dies jetzt? Firecrown, ach so, das heißt, der Ball darf nicht einmal den Boden berühren. Ja. Ja. Sehr schön. Ich will nochmal dieses Firecrown-Ding da haben. Aber das ist wahrscheinlich genau so, dass ich es nicht bekommen kann an diesem schwarzen Stör-Ding. Das da ist. Aber weiter geht das. Jetzt haben wir den Deadball. Das heißt, der bewegt sich nicht mehr und springt weniger, liebe Freunde. Liebe Crazy Dudes. Ist ganz wichtig. Wenn ihr das empfiehlt, liked, weiter sagt, wie auch immer. Crazy Dudes, immer mit diesem rollenden R. Crazy Dudes. Wie so ein behinderter Halbaffe. Crazy Dudes, das muss aus dem Rachenraum kommen. Nur dann sind das die richtigen Crazy Dudes. Nicht, dass die später woanders landen, eure Freunde, aber. Der Content hier ist so schwach, den empfiehlt man ja nicht weiter. Ich bitte euch. Würde mich natürlich freuen. So, weiter geht das hier. Habe ich noch? Nee, habe ich leider nicht mehr. 3-1. Mann, was ist denn hier los? Ihr seht es, es wird nicht besser. Je mehr ich rede, desto weniger Erfolg bringt es. So, jetzt haben wir mal einen Punkt rausgeholt. So, und ich lasse jetzt keinen Punkt mehr zu. Na? Oh, ja, geil. Scheiße. Naja, 4-2. Noch ist das Spiel nicht verloren, aber es sieht schon nicht so tufte aus für uns gerade. Aber was haben wir? Superspeed? Habe ich Superspeed oder hat er Superspeed? Nee, er hat Superspeed, geil. 5-2, das ist doch nicht. So, jetzt zack. Ja, der ist so weit unten. Doch,
kommt immer noch an. Das ist doch. Und ich spiele auch mit mir selber hier mehr. Like in real life, wo ich auch lieber mit mir selber spiele als nein. als mit anderen. Ja, geil. Und da haben wir schon wieder verloren. Ja, liebe Freunde, ich werde mich jetzt noch dran machen und das ein paar Mal versuchen zu schaffen hier. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, einen Kommentar bewertet. Schreibt mir ruhig unten rein in die Kommentare, also oder auch in meine Hose, wie ihr wollt, was ich als nächstes mal spielen kann. Schickt mir Links, alles Mögliche zu kostenlosen Online-Freeware. Kann auch was Lustiges sein, was Verbuggtes oder sowas. Ich spiele alles. Ich würde mich freuen über eure Einsendung. Und dann würde ich sagen, ich spiele jetzt noch eine Runde weiter und ihr guckt euch die anderen Videos hier auf dem Kanal an. Und abonnieren nicht vergessen. Bis dahin, haut rein, liebe Freunde. Tschüss, ciao.